Ja, hallo zusammen. Also, wir wollen euch heute jetzt unser Projekt mit dem Namen Crowdtiding vorstellen. Das Ganze steht unter dem Motto, zusammen nachhaltig die Welt aufräumen. Das Problem, das wir gesehen haben, ist folgendes. Die Welt ist dreckig und die Corona-Pandemie vergrößert dieses Problem eigentlich noch. Ich denke, das kennt jetzt jeder aus seiner eigenen Erfahrung, dass, wenn man eine Maske, vor allem eine Einmalmaske, nicht mehr braucht, einfach achtlos wegwirft oder dass man auch welche sieht, die einfach achtlos in Innenstädte und Plätze weggeworfen werden. Jeder erkennt eigentlich das Problem, aber eigentlich fühlt sich auch niemand dazu berufen, dagegen etwas zu unternehmen. Jetzt unseren Lösungsansätzen. Die Welt ist ziemlich dreckig, beziehungsweise die Umwelt, und es gibt noch viele Leute, die den Müll nicht gerne aufräumen wollen. Aber zusammen in Teams macht es sehr viel Spaß. Und deswegen läuft es bei unserem Projekt auch so ab, dass man in kleinen Teams in Wettbewerben teilnehmen kann und so gemeinsam Gutes leisten kann. Ja, also am Ende der ganzen Sache soll eine Webseite stehen. Am Ende der ganzen Sache soll eine Webseite stehen mit einer integrierten mobilen Anpassung. Das heißt, dass man sie auch auf dem Handy verwenden kann, sozusagen wie eine App. Und auf dieser Webseite soll es möglich sein, Müllsammel-Events, also Crowdtiding-Events in seiner Nähe zu finden und sich halt zu informieren, wann und wo das ist und dorthin zu gehen. Man soll Müll melden können und so ein neues Event starten können. Das heißt, wenn man durch den Wald geht und sieht, oh, hier ist viel Müll, könnte man mit dieser App melden, hier ist viel Müll, und zum Beispiel sagen, am Samstag starten wir ein Event und treffen uns hier und sammeln Müll. Und es sollen Teamstatistiken angezeigt werden. Und das mit den Teams haben wir uns so gedacht, dass sich nicht jeder User einzeln anmelden muss, sodass wir nicht so viele Daten speichern, sondern dass einfach einer ein Team erstellen kann, dem gibt der Name und ein Passwort. Und diesen Name und das Passwort kann er dann an die Teammitglieder weitergeben. Das muss man dann halt privat machen. Und dann kann sich sozusagen jeder, der dieses Name und den Passwort hat, für dieses Team anmelden und angeben, wie viel Müll er gesammelt hat. Also bei dem und dem Crowdtiding-Event habe ich so und so viel Müll gesammelt. Und daraus ergibt sich dann eine Rangliste, was natürlich auch ein Ansporn sein soll, für die Leute einfach mehr Müll zu sammeln, um ihr Team zu unterstützen. Wir haben bei der ganzen Sache offene Daten verwendet. Also wir haben OpenStreetMap benutzt. Das ist eine Karte, wo ganz viele Leute mitarbeiten und dort halt Daten zusammentragen. Und auf unserer Website müssen wir die Standorte von neuen Events, beziehungsweise auch, wenn man ein neues Event starten will, seinen eigenen Standort irgendwie anzeigen. Und dafür benutzen wir halt OpenStreetMap mit Leaflet. Und jetzt wollen wir euch noch eine kleine Live-Demo zeigen. Ja, also hier, das ist ein kleiner Code. Wir haben einen Server mit einer Datenbank darauf erstellt, wo wir Informationen zu den Teams gespeichert haben. Und das ist ein Code, der jetzt eine kleine Website erstellt, wo man Informationen von dieser Datenbank angezeigt bekommt. So, der läuft jetzt. Gleich sehen wir diese Website wahrscheinlich. Hier ist der Link, genau. Dann kommen wir hier zu der Webseite. Jetzt sehen wir hier, es gibt einmal das Team Alpakas und einmal das Team AFD, AFD. Das Team Alpakas hat die ID 1 und das Passwort davon ist QWERTZ. Und bei Müll wurde noch nichts eingegeben, wie viel Müll die gesammelt haben. Deshalb ist das momentan noch non. Und bei AFD, AFD ist halt die ID 5. Das Passwort ist einfach ein Anführungszeichen. Und es wurde halt auch noch kein Müll gesammelt und angegeben. Ja. Genau, und jetzt wollen wir euch noch das Frontend vorstellen, also das, was der Benutzer auch tatsächlich sieht. Wenn man die Webseite aufruft, dann kommt man zuerst zu der Startseite und dort gibt es dann zwei Buttons, einmal Aufräumaktion finden und Aufräumaktion starten. Wir hatten bisher in den 3 Tagen nur Zeit, die Aufräumaktion finden zu programmieren. Wenn man da jetzt draufklickt, dann wird man erstmal gefragt, ob die Webseite auf den eigenen Standort zugreifen darf. Genau. Und dann kriegt man den eigenen Standort mit einem blauen Marker auf der Karte angezeigt. In dem Fall ist der Makerspace in Heidelberg, wo wir auch tatsächlich gewesen wären, wenn Jugendhacks analog stattgefunden hätte.
Und in den roten Kreisen findet dann eine Müllsammelaktion statt. Und wenn man die anklickt, dann erscheint auch ein Pop-up mit detaillierten Informationen noch dazu. Wir haben auch natürlich viel dabei gelernt, oder zumindest die meisten, als wir dieses Projekt programmiert oder gecodet haben. Darunter auch Umgang mit der OpenStreetMap aus dem, was euch gerade gezeigt wurde, auch mit den Servern und Datenbanken, die Teams halt mit den einzelnen Passwörtern, wie viel Müll gesammelt wurde. Und dann auch Umgang mit der Dokumentation und auch Einstieg in die Programmierung. Zum Beispiel, ich habe davor noch nie wirklich programmiert und habe dann auch eine neue Programmiersprache ein bisschen gelernt und auch andere. Natürlich sind wir nicht so weit gekommen, wie wir gerne wollen. Ja, okay, dann mache ich es. An den Frontend-Bereich. Also, wir wollen noch für das Frontend. Einen Moment, hört ihr euch gerade gegenseitig? Also wie ihr gesehen habt, ging bis jetzt nur das Event finden und das muss man halt noch machen und die neue Event anlegen Seite auch. Und im Backend wollen wir halt noch diese Statistiken machen, wie viel Müll welches Team gesammelt hat. Und die Verknüpfung zwischen Backend und Frontend ist jetzt auch noch nicht so ausgereift. Wir müssen noch die Daten vom Backend ans Frontend übergeben und die Daten vom Frontend in die Datenbank aufnehmen. Und was ich noch zu der Datenbank sagen wollte, das war jetzt natürlich nur ein Prototyp und so. Das muss nachher noch alles gespeichert werden. Die Passwörter zum Beispiel müssen als Hashes, also verschlüsselt, gespeichert werden. Es ist alles noch wenig ausgereift. Natürlich haben wir aber auch so einen Weltverbesserungsaspekt. Das ist nämlich allgemein freuen. Wenn wir das alles zusammen umsetzen, haben wir im Endeffekt weniger Müll in der Natur. Hört man mich nicht? Ich glaube, das ist, ja, Jens spricht gerade, es kann sein, dass Rasmus das nicht hört. Okay, also ich spreche einfach mal weiter. Genau, lass mich einfach mal ganz kurz Jens sprechen. Das ist super. Also, wenn wir das alles gemeinsam umsetzen, dann haben wir immer noch diesen Weltverbesserungsaspekt. Wir haben dann weniger Müll in der Natur. Wir haben Menschen, die sich dann in der Natur zusammentreffen. Und immer wenn sich Menschen zusammentreffen, in jedem sozialen Gefüge entstehen dann auch neue Freundschaften. Und so können wir mit Code, sogar remote, auch die Welt verbessern. Und die Umwelt profitiert trotzdem auch davon. Wir wünschen euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn wir das alles zusammen umsetzen, können wir die Welt verbessern und aufräumen. Und dann freut sich auch jedes Jugendtech-Alpaka, weil immer die Welt besser geworden ist. Dankeschön.